Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Heute, ihr seht, geht es um ein ziemlich großes Modell, den Moleking 19013, den Pneumatic Dump Truck, den pneumatischen Abfallwagen. 5768 Teile, ein geklauter Mock von Dusio Switch 81. Okay, das ist ein ziemlich großes Set. Wir haben hier 4 XL-Motoren drin, 2 Servomotoren, 2 L-Motoren. 5 Pneumatikzylinder und 2 Pneumatikpumpen. Also ihr habt einiges zu verbauen hier an Elektronik und an Pneumatik. Und wie ich das Ganze gemanagt habe, seht ihr jetzt ein paar Aufbauvideos und die Funktion zeige ich euch kurz und dann sage ich euch gleich, was ich von dem Modell halte. Bis gleich. So, vor uns liegt hier der Bauabschnitt 1 und ihr seht, wir haben schon 2 XL-Motoren hier hinten verbaut. Die gehen jeweils über ein Zahnrad zusammen dann auf 1. Ballern hier über die lange Achse dann hier nach unten. Hier geht es dann mit einem Haufen Zahnrädern nach unten durch. Und ihr seht dann, hier verteilt sich über die Kugelkupplung auf die Differentiale. In diesen Kugelkupplungen, sage ich jetzt mal, ja, es ist ja kein Planetengetriebe, einfach wo die Achsen durchgehen, da haben wir dann auch 2 Edelstahl-Kardangelenke verbaut, weil ich denke, hier wird die meiste Kraft aufkommen. Sehr schön, dass sie daran gedacht haben. Sind auch sehr gut verarbeitet. Wunderbar. Also spitze. Das hier ist ein bisschen tricky zum Montieren, weil ihr seht, die laufen schon, ne, sehr schräg zu. Kleiner Tipp, steckt nicht wie in der Anleitung die Kardangelenke auf den Teil oder den Teil, sondern steckt sie hier rein und haltet es dann von unten, schiebt das dann nach oben rein. So habe ich die Verbindung hinbekommen. Wenn ich es andersrum versucht habe, habe ich nie eine gescheite Verbindung hinbekommen oder hinterher ist die Kugel nicht mehr eingerastet. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ich würde sagen, so 2 Minuten pro Seite habe ich ungefähr gebraucht, bis es wirklich gut miteinander verbunden war, tief drin gesteckt ist, wie soll. Und keine Probleme macht. Okay. Teilequalität wie immer bis jetzt bei GoBrix gar kein Problem. Die Anleitung ist sehr übersichtlich und gut gemacht. Man muss nicht raten. Ja, ich denke, hier wird es dann weitergehen. Okay. Sehr interessant und coole Baulösung. Also es sind Sachen drauf, wie das hier aufgehängt ist zum Beispiel. Wir haben hier praktisch eine leichte Federung ohne eine Federung. Und das ist wirklich nett gemacht. Das ist echt interessant zu bauen. So, und der Bauabschnitt 2 liegt vor uns im Moment auf dem Rücken, wie ihr seht. Und wir haben hier vorne die nächste Achse angebracht. Ah, eben. So, okay. Und der erste Servo hier vorne ist eingebaut. Dem dürfte nichts im Weg stehen. Seitlich hier wurden Strukturen angebracht, Verstrebungen. Super gemacht. Super, super, super gemacht. Das Ding macht echt Spaß zu bauen. Ein paar Baulösungen sind außergewöhnlich, eben also die Durchführung nach unten über so eine lange Strecke. Aber es funktioniert. Und oh, so. Es ist echt ein unterhaltsamer Bau. Lässt sich überhaupt nichts dagegen sagen. Super durchdacht gemacht, super stabil. Ich meine, wir haben ja noch ein Servo, in dem Set sind 2 Servos drin, also mal gucken, was da noch kommt. Aber bis jetzt bin ich absolut begeistert. Auch keinerlei Probleme. Die Pins sind die neuen Pins von Moleking, die flutschen rein und raus. Also für Moleking-Verhältnisse flutschen sie rein und raus. Es ist nicht wie bei Kader, wo es wirklich sehr leicht geht. Die sind jetzt ungefähr auf einer Klemmkraft von Lego, ungefähr so bei den schwarzen und beiden blauen Pins. Das ist ja immerhin schon mal etwas, gerade wenn wir hier mehrere miteinander verbinden müssen seitlich. Da bin ich dann doch schon ganz froh, dass es jetzt etwas angenehmer geht wie in der Vergangenheit. Ansonsten ist die Teilequalität weiterhin gut. Alles läuft gut, lässt sich alles gut bewegen. Ich hatte bei einer Sache, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da hatte ich Angst, dass ein Zahnrad schleift, aber bis jetzt ist dem nicht so. Da fand ich die Stelle, wo es eingebaut war, etwas seltsam. Ich weiß nicht mehr wo, aber ist auch egal. Wird euch genauso auffallen. Ja, das Kabelmanagement. Da muss ich noch dran arbeiten. So. Bei 3 Kabeln sind wir jetzt.
allzu schlimm wird es hoffentlich nicht werden. Na, der nächste Bauabschnitt ist fertig und ihr seht, es ist gut in die Länge gewachsen. Und ja, also wir haben schon so fast die finale Länge, so 2-3 Zentimeter oder ein paar Zentimeter, aber ungefähr haben wir den Unterbau fertig. Okay, die Vorderachse hier habt ihr vorher das letzte Mal rumbaumeln sehen, jetzt ist sie fixiert. Hier mit den langen Federn haben wir hier den Weg. Und ich hoffe mal, dass es so gehört. Die ist von hier unten blockiert, dass sie gar nicht weiter hoch kann. Sonst würde das Ganze so ein bisschen schräger stehen. Ja, seht ihr das? Da ist der eine Liftarm unterm anderen. Ich hoffe, das ist so gedacht. Man sieht es momentan nicht in der Anleitung. Okay, hier oben haben wir nochmal zwei XL-Motoren eingebaut. Hier vorne haben wir zwei L-Motoren eingebaut. Die L-Motoren hier vorne sind für die Pneumatik. Die bedienen die Pneumatikpumpen. Da bin ich mal gespannt. Okay, da. Ja. Es fehlen noch die Schläuche von dem Bauabschnitt, aber so konnte ich euch jetzt besser zeigen. Die kommen dann von hier unten, gehen die nach links und rechts hier an die Verteiler. Ja, so erstmal nichts Besonderes. Auch hier ist wieder die Durchreichung nach unten über zahlreiche Zahnräder gemacht. Und ihr seht hier vorne, eine Achse fehlt noch. Die Achsen, die hier vorne an den Motoren sitzen, oder besser gesagt die Kraft aufnehmen sollen, von den beiden L-Motoren, das sind 3,5 und 2,8 lange kurze Carbonstangen, die natürlich auch wieder leicht größer sind und wieder sehr, sehr schwer dann reinzustecken gehen. Aber wir hoffen mal, dass es eine sinnvolle Sache war. Die Batteriebox, habe ich jetzt gehört, soll später hier sitzen. Müssen wir mal gucken, wie man das mit den ganzen Kabeln schafft. Bis jetzt ist es von der Länge her alles eigentlich ganz gut machbar. Okay, ich denke, dass Lucio zwei Batterieboxen genommen hatte. Er baut Lego, das heißt, ich glaube, er hatte hier links und rechts eine. Und ja gut, dann ist auch kein Problem. Wir brauchen jetzt nur eine mit der 6-Kanal-Akkubox. Okay. Also gibt nichts Besonderes zu sagen. Bis jetzt funktioniert alles gut, lässt sich alles gut bauen, keine Besonderheiten. Eigentlich so, wie ich es auch von Lucius oder von Lucio erwarte oder erwartet habe. Und auch vom Bauspaß und so weiter ist es echt und den Bautechniken echt wieder fantastisch, was er hier abgeliefert hat. Sehr, sehr ungewöhnlich zwischendurch. Gerade die Sachen nach unten, wie er das gemacht hat mit den ganzen Stangen und den, also die Art, die Kraftübertragung so nach unten laufen zu lassen, die Zahnräder so aufzureihen in der zwischen vier Liftarmen, funktioniert wunderbar. Also ich habe am Anfang gedacht, hä? Aber es funktioniert. Ja, Bauabschnitt 4, der war jetzt recht umfangreich. Also ihr seht, wir haben eine Achse mehr. Wir haben den Servo drin und wir haben die komplette Frontschürze fertig. Wir haben hier oben zwei Pneumatikzylinder oder besser gesagt zwei Pneumatikhübe, die dann bei Bedarf ausfahren. Der 10-Zylinder ist verbunden, ne, die Steuerung, also der Antrieb hier unten ist verbunden. Beide Servos werden dann auf einmal, also doppelt gestapelt, wie die Antriebe auch, auf eine Box gelegt oder auf einen Ausgang. Und ja, es ist alles, die beiden Achsen hier sind identisch vom Aufbau her und auch wie sie weitergereicht werden. So. Hier kommt dann noch die... Wird hier noch angesteuert. Alles ist richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und das Ding ist wirklich massiv und sowas von secure gebaut. Das habe ich selten erlebt. Also, irgendjemand hat mir erzählt, es wäre Lucios Erster. Und wenn das der Erste ist, hoi, 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 hoi. Wahnsinn. Das Ding hat ein Level an
an Sicherheit, an Aufbauqualität, an Durchdachtheit, das ist echt grandios. Also für mich bis jetzt, glaube ich, das Technikset des Jahres, weil der Aufbau ist echt durchdacht. Obercoole Baulösung drin, super gemacht das Ganze und gebaut für die Ewigkeit. Also das Ding, da fällt, glaube ich, echt nichts auseinander oder ab. Wahnsinn. Wahnsinn. Und es sind jetzt so 4 Bauabschnitte. Ich schätze, dass wir hier auch schon gut 2.500 Teile liegen haben. Und 10 Stunden waren das jetzt. Das waren 4 mal 2,5 Stunden ungefähr. Also doch schon kalkuliert etwas Zeit für den einen. Das ist schön, das ist ein super Weihnachtsgeschenk. Ich weiß, ich bin ein bisschen später dran mit dem Video als ein, zwei andere. Ja, aber 2,5 Stunden pro Bauabschnitt. Aller Achtung. Okay. Nee, also sonst, das hier unten dran zu bringen jetzt, die letzte, also die Achse ist vorher da und dann schiebt er die Schnauze rein und die Stoßdämpfer und die Aufhängung und müsst hier konnektieren, gucken, dass die Pneumatikschläuche nicht sind. Also das war es vorne ein bisschen anspruchsvoller zum Anbringen. Das war es der erste Bauabschnitt, wo ich ein bisschen Probleme hatte, wo ich 2-3 Mal gucken musste und ganz sorgfältig und auch eine Zange benutzt habe. Hier hinten für eine Verbindung, wenn ihr diese roten da seht. Dass das, wenn ich es nach vorne schiebe oder so reinschiebe, dass der Pin da in den Liftarm geht. Da habe ich kurz eine Zange zur Führung benutzt. Falls es jemanden interessiert oder er dort Probleme hat, benutzt eine Zange zur Führung. So, der Bauabschnitt 5 liegt vor uns. Am Ende bauen wir hier noch, ihr seht es oder ihr könnt es euch denken, das soll die Führerkabine werden. Und ja, hier haben wir auch nochmal Technik drin. Okay, funktioniert wunderbar. Okay, und dann das große Monster. So, erstens, wir haben hier auf der Seite hier jetzt hier hinten Heckschürze ein bisschen angebracht. Der Mechanismus hier über 3 Zylinder, der uns dann den Lader schräg stellt, also die Ladefläche schräg stellt, haben wir eingebaut. Jesus Gott, echt. Und ja, hier vorne haben wir noch so ein bisschen Verstrebung angebracht. Wir haben die Pneumatikzylinder verbunden mit hier und auf der anderen Seite und so weiter und so fort. War ein relativ großer Bauabschnitt. Ihr seht, ich habe jetzt mittlerweile schon Probleme, das Ding ins Bild zu bekommen. Okay, zu beachten gab es jetzt beim Bauabschnitt nichts. Müsst nur gucken, dass er eben die Pneumatikschläuche gescheit rausführt. Ich schätze, die gehen jetzt da hier dran. Eine Sache. Okay. Und zwar, ich musste gestern ein bisschen mir behelfen. So, ihr seht hier diese roten Sachen, ne? Die roten halben Liftarme. Okay, da dazwischen laufen die beiden Pneumatikzylinder. Das heißt, einer ist nach vorne gezogen und einer ist hinten. Sie laufen also gegenseitig. Ja, der Motor hier dreht, dann sind die frei gelagert. Die sind nur hinten auf dem Pin. Das heißt, sie können sich hoch und runter bewegen. Und dann wird der Kopf rausgezogen und wieder reingedrückt hier über die Drehfunktion vom Motor. So weit, so gut, so bekannt. Der eine Pneumatikkopf ist natürlich gleich abgebrochen. Ja, das ist wie so oft bei, ich glaube schon das dritte Pneumatikset, wo ich den dritten Zylinder kaputt habe. Also ein Zylinder geht immer kaputt bei Mold King, auf jeden Fall bei mir. Okay, dann war das Ding natürlich jetzt schon eingebaut und alles. Ich so, oh scheiße, Ersatzzylinder habe ich natürlich auch nicht da und bestellen, dann dauert es eine Woche und so weiter und so fort. Okay, also habe ich die Stange hier oben weggenommen, das hier, ein bisschen zurückschieben, jawohl. Und dann hatte ich ein bisschen besseren Zugang. Dann habe ich den auf analog gestellt, also auf 4, auf die A. Dann habe ich ihn ganz langsam gedreht, dass ich am höchsten Punkt war. Dann konnte ich von unten den Zylinder hochdrücken und wieder in die Führungsschiene, weil die Führungsschiene, also das ist dann wie der Pin mit Pin-Aufnahme. Und dann konnte ich das wieder ineinander stecken. Okay, dann habe ich so stecken lassen. Und habe über Nacht jetzt Epoxidharzverbindung angerührt, besser gesagt gestern Abend. Und habe die rundum drauf gegeben und habe es trocknen lassen und heute Morgen vorsichtig laufen lassen. Und siehe da, es funktioniert. Also, falls euch das passiert,
A, guckt nach, zieht an den Zylindern, ob die vorne von alleine ausgehen, ja, ob die schon bei Kleinstoffwucht weggehen, weil wenn ihr sie verbaut habt, ich hatte jetzt Glück, dass man hier drankommt, es kann aber sein, dass er nicht drankommt. Deswegen guckt vorher, ob der Kopf von dem Pneumatikzylinder wirklich fest verklebt ist, weil das ist leider, wie gesagt, schon das dritte Modell jetzt, wo der Kopf abgeht, wo die Klebermenge nicht ausreicht von der Fabrik aus. Kontrolliert es, bevor sie einbaut. Zur Not macht nochmal Sekundenkleber drumherum, klebt sie nochmal richtig ein, sonst habt ihr ein Problem. Okay. Ja, und ihr seht, der Bauabschnitt 6 hat uns jetzt die Führerkabine gebracht, alles eingebaut. Man baut praktisch die Kabine ein mit Sitzen und dann baut man den Rest drumherum. Also es ist ganz nett gelöst. Das Einzige, wo wir hier, und ich glaube, das ging allen so, das ist nicht nur mit meinen großen Wurstfingern, ihr müsst die Kabine hier vorne mit einer Achse verbinden. Ne, seht ihr hier? Genau. Und da habt ihr dann wirklich das Problem, ihr habt die drauf und dann müsst ihr noch die beiden Hydraulikzylinder hier anschließen für die Kippfunktion. Und das ist dann nervig, weil es ist alles verbaut. Ihr kommt da echt nur noch schwer ran. Da habe ich also auch wieder 2-3 Minuten gebraucht und kurz geflucht. Letztendlich habe ich mir dann mit einem dünnen Messer geholfen, habe die Pins reingeschoben. Gott sei Dank gehen die Pinne mittlerweile leichter bei Mold King. Sonst wäre das wirklich schwer geworden mit einem blauen Pin. Aber es ist, weil es sich ja bewegt, ein beiger, also friktionslos. Und dann geht's. Aber es ist einfach fummelig und nervig. Das muss nicht sein. Das hätte man irgendwie besser oder früher lösen können. Und ansonsten, ihr seht's. Jawohl. Okay. Ich glaube, der nächste Bauabschnitt, da beschäftigen wir uns jetzt dann hier hinten schon mit der Ladefläche. Da bauen wir dann mal hinten weiter. Ja, die Decke verrutscht. Dreckig ist da auch noch, weil der Hund drauf gelegen hat, sehe ich gerade. Ah, furchtbar, Herr Schmidt. Ah, Bauabschnitt 7 hat uns die Führerkabine fertig gemacht. Es ist wirklich insgesamt super gut gemacht. Wie man es drumherum aufbaut, ganz, ganz toll. Okay, hier ging es weiter mit dem Auflieger, der sich dann, also der über die Pneumatikzylinder hochgedrückt wird. Und einen nicht unerheblichen Teil der Ladefläche haben wir auch schon gezimmert. Paneele, Paneele, Paneele. So, das Einzigste, das hier ist, glaube ich, das ist ein Dreierverbinder. Da haben welche gefehlt. Achtung. Ja. Da waren dafür Endstücke dabei. Sieht man das noch? Ja. Also Dreierverbinder haben gefehlt, Endstücke waren dabei. Problem ist, ich habe so eine neue Halterung und die geht natürlich direkt blöd über den Bildschirm, habe ich gemerkt. Okay. Falls ihr es nicht richtig gesehen habt, verzeiht es mir. Aber die Radkästen hier vorne. Da hat ein Konnektor gefehlt. 2. Okay. Lässt sich super gut bauen. Wir haben das Reserverad noch angebracht. Also es sind 13 der schönen großen Räder und Feuerlöscher in diesem Set. Das Set ist nicht schlecht zum Ausschlachten. Muss man wirklich sagen. Wenn man viele Liftarme, gut, die Federn sind halt ein bisschen größer als die normalen, aber dafür kriegt man echt viel Sachen, die man für alle möglichen Fahrzeuge benutzen kann.
Nach 20 Stunden, ungefähr 20 Stunden Bauzeit und ungefähr, nee, nicht ungefähr, und 9 Bauabschnitten, haben wir ihn fertig. Unseren großen Pneumatic Dump Truck von Lucio Switch 81. Der Hammer, oder? Unfassbar. Okay. Fangen wir an. Ich messe ihn mal aus. So, ihr habt die Videos vom Aufbau gesehen. Ein Take habe ich euch nicht wirklich unterschlagen. Ja, 76,5. Ihr habt 8 Takes gesehen. Der letzte waren die Reifen und die Fertigstellung von der Ladefläche. Das habt ihr nicht wirklich was verpasst. Okay. 23,5. Ja. Knapp 40. Ja. 65. Ordentlich. So, also gut, ihr habt die Aufbauvideos gesehen. Ihr habt die Funktion kurz gesehen. Es funktioniert alles wunderbar. Es wird sogar noch besser funktionieren, wenn man was umbaut. Da komme ich gleich dazu. Okay. Aber er schnurrt auch vor und zu. Jetzt natürlich. Wo habe ich die Fernbedienung? Gut. Ihr habt ihn fahren sehen. Er ist nicht der schnellste, aber ich komme gleich dazu. Okay. Die Anleitung. Dicker Wäscher, nicht allzu groß gedruckt. Keine Fehler, keine Probleme. Ist eine gute Anleitung. Wer jetzt denkt, er kann Lucios Anleitung mit den Teilen bauen, jein. Ne? Also Lucios Anleitung ist 3-mal überarbeitet. Und das heißt, A, ihr braucht ein Servo, um die Hydraulikfunktion hin und her zu schalten mit dem Servo. Und ihr braucht ein paar zusätzliche Teile. Das heißt, ihr könnt es schon als Grundlage nehmen, euch die Anleitung von Lucio kaufen. Und dann braucht ihr noch ein paar Teile und den Servomotor. Ne? Also für die, die nach Lucio bauen wollen. Alle anderen, kauft euch die Originalanleitung. Ihr könnt es zwar nicht ganz danach bauen, wegen der Akkubox und dem fehlenden Servo, aber ihr habt Lucio Switch 81 unterstützt. Der Mann macht einfach absolut geniale Mocks. In der Endcard verlinke ich euch die anderen Mocks, die ich von ihm hier auf dem Kanal hatte oder von denen ich weiß, dass sie von ihm sind. Das ist der große Tow Truck mit den fast 12.000 Teilen, dieses Abarts-Monster. Und ich glaube, der Racing Truck. Die zwei Sachen habe ich auf jeden Fall von ihm vorgestellt. Okay, der Aufbau, 9 Bauabschnitte. Die ersten 3, 4 dauern ein bisschen länger. Klar, da haben wir unten den ganzen Antriebsstrang, die Lenkung, Federung und alles verbaut, die Funktion und so weiter. Und die hinteren gehen dann wesentlich schneller. Hier die Ladefläche und so weiter. Gar kein Problem. Also Anleitung gut, Teilequalität. Gut, wir haben Gobrix-Teile. Es funktioniert alles wunderbar. Die Zahnräder greifen gut. Wir haben übrigens die 9 Pins hier drin. Das heißt, die gehen einfacher zusammenzuschieben. Gerade wenn ihr die Ladeflächenteile zusammenschiebt, da habt ihr irgendwie 15, 16 Pins. Dann gehen die jetzt einfach ein bisschen leichter rein als noch vor einem halben Jahr bei Moldking. Sehr, sehr angenehm. Ansonsten ist die Teilequalität gut. Die Reifen sind top. Hört ihr das? Wir haben keine Farbprobleme, wir haben keine Klemmkraftprobleme, wir haben keine Achsenprobleme. Es könnten mehr, wir haben nur 2 Metallgelenke, Kardangelenke aus Metall, 4 wäre natürlich besser, auch für die vorderen. Wir haben es jetzt nur hier hinten drin. Und die Carbonstangen, die Carbonachsen sind auch nur 2 oder 3 drin und könnte auch noch mehr vertragen. Das Gute ist, er lässt sich auch trotzdem wunderbar bewegen ohne die Carbonachsen überall. Wir haben 5,5 noch was Kilo und das packt das Plastik, das ABS doch noch wirklich wunderbar. Also von daher Entwarnung, ihr müsst es nicht auf Carbon umstellen. Seid vielleicht langfristig auf der sicheren Seite. Ich habe hier vorne ein paar Umbauten machen müssen. Da war mir der eine Pneumatikzylinder nicht richtig angeschlossen. Okay, so. Qualität der Teile, alles gut, die Motoren, alles wunderbar, Akkubox, alles super. Jetzt komme ich kurz zu der Pneumatik. Ich hatte es im Aufbauteil gesagt, von den Pneumatikpumpen, 2 sind drin, die blauen, da war oben der Kopf locker. Ich hatte es eingebaut, laufen lassen, flapp, Stange und Kopf getrennt. Normal Super-GAU, hatte hier aber Glück, dadurch, dass man das hier hochstellen kann, bin ich da nach ein bisschen Zurückbauen vom Motor so weit dran gekommen,
dass ich die Pin-Aufnahme und die Stange wieder ineinander schieben konnte, dann in eine ruhige Position, dass es wirklich ganz eng aufeinander sitzt. Und dann habe ich Epoxidharz drum gemacht, neben Sekundenkleber oder was auch immer. Beide Pumpen laufen, beide sind dicht, das ist alles gut. Ich habe Druck auf dem Pneumatiksystem, alles wunderbar. Aber das ist die dritte Pneumatikteil, was mir beim Moleking nicht richtig funktioniert. Bei dem großen Dampftrakt, da ist oben gleich beim Vorkippen, zack, der Kopf vom Pneumatikzylinder rausgerissen. Die sind jetzt hier okay, wir haben 5 Stück drin, wir haben hier die 3 großen und wir haben vorne die 2 mittleren oder die 2 kleinen, ich weiß nicht, wie viele Größen es gibt. Die sind alle wunderbar, aber wie gesagt, die Pumpe. Worauf ich hinaus will, ist, bevor ihr die Pumpen und die Zylinder verbaut, guckt oben, ob das wirklich fest im Gestänge hängt. Ja? Und wenn nicht, wenn die gleich rausgehen, dann klebt sie einfach mit Sekundenkleber, Epoxidharz mit irgendwas schön ein und verbaut es erst dann. Weil ich hatte jetzt Glück, dass ich da dran komme. Hier kommt man auch noch gut dran. Aber, ne? Also prüft sie vorher nicht nur, ob sie funktionieren, sondern auch, ob es irgendwie... Der will zurzeit dauernd rumrutschen. So, ich glaube, er sitzt auch nicht ganz gerade, aber... Naja, egal. So, also so viel zur Teilequalität, alles gut, aber bei den Pneumatikteilen guckt nochmal nach. Es sind 3 Meter Schlauch dabei, 1 Meter blau, 1 Meter grau und 1 Meter schwarz. Von blau braucht er höchstens 20, 25 Zentimeter, den nimmt er als Ersatzschlauch. Wenn ihr es so schneidet, wie es in der Anleitung ist, ist es ziemlich knapp. Und wenn ihr es noch ein bisschen alternativ verlegen wollt, damit es vielleicht besser reinpasst, dann könnt ihr dafür hinterher, wenn es dann doch zu kurz ist, den blauen nehmen. Es bietet sich nämlich hier unter der Hörerkabine, bietet sich's an, da laufen die Pneumatikschläuche über dem Motor und wenn die Fahrerkabine runterkommt, drückt euch die Pneumatikschläuche ein bisschen platt auf den Motor. Bei mir habt ihr habt es gesehen, jetzt trotzdem die Kraft gehabt, davor zu gehen und er kommt auch wieder zurück. Das ist alles kein Problem, aber es könnte auf Dauer Probleme bereiten. Ich denke, auf Dauer ist auch nicht so gut, wenn die Schläuche dauernd geknickt werden. Hier hinten ist ein bisschen anders, da funktioniert es eigentlich ganz wunderbar. Schneidet einfach von dem langen Stück, ich glaube, das sind 25 und 30 cm nachher hinten, schneidet einfach 3-4 cm mehr ab, dann habt ihr ein bisschen Spiel. Es bleibt vom Grauen und vom Schwarzen ungefähr 30 cm über. Also ihr könnt bei allem 2 cm mehr nehmen, bei jedem Maß. Habt da kein Problem, es ist genug Schlauch da. Irgendwie kommt mir das vor, als würde es heute nicht richtig sitzen. Vielleicht ist das nur die Perspektive, aber es macht mich ein bisschen kirre. Der innere Monk. Der innere Monk. Okay. Federung. Wir haben, ihr seht, die beiden Vorderachsen sind mit richtigen Federn gemacht. Hinten haben wir, wie heißen die Dinger, Blattfedern oder sowas drin. Er lässt sich auch gut beladen. Ich habe 2 Sixpacks 0,5er Cola drin gehabt. Das sind 6 Kilo. Dann hat er zwar schon vom Motor her so ein bisschen gestockt, aber er ist noch gut vorwärts gekommen. Also man kann hier wirklich so aus Spielgründen wirklich einiges reinmachen. Die Lade, die kommt halt erst rum, wenn er wirklich ganz oben steht. Oder wenn von innen was dagegen drückt. Ihr habt es gesehen. Das Hundefutter hat wunderbar funktioniert. Sehr zum Entsetzen des Hundes. Also keine Angst, er hat es hinterher natürlich bekommen. Als Belohnung dafür, dass er während dem Video nicht gebellt hat. Okay. Der Aufbau ist wirklich super. Das Ding macht super Spaß. Da merkt man, dass Lucio Switch sein Handwerk beherrscht. Und das ist sein erster von 2016. Und trotzdem ist das Ding grandios gut zu bauen und relativ einfach zu bauen. Er ist nicht super komplex, es ist von den Bautechniken her super. Nicht zu fancy und nix, also es ist wirklich solide, aber es ist alles super stabil und die Lösung, die er hier schon hatte vor 6 Jahren, die sind klasse. Und ich denke, der Mann ist eben noch besser geworden. Man merkt es an diesem Pneumatik-Abschleppwagen, der ist ja ultra krass. Das ist nochmal die Steigerung von dem, nur ist der einfach schon zu schwer. Der hier mit seinen 5,5 Kilo kommt mit der Motorisierung, den Reifen und dem Gewicht wunderbar zurecht, auch beim Lenken. Bei dem Pneumatik-Abschleppwagen, wenn ihr in die Kurve gegangen seid, hat es euch entweder die Reifen oder die komplette Felge runtergezogen auf Dauer, weil das Ding einfach viel zu schwer war.
Was ich sagen will hier, ihr könnt was zuladen, aber dann kriegt er schon Probleme. Vom Motor her geht es gerade noch so, die 11 Kilo kriegt er schon noch vorwärts. Er hat wirklich viel Kraft und Drehmoment durch die vier Motoren. Aber dann hängt das ganze Ding halt wirklich hier hinten ziemlich durch. Ihr seht eh, das ist jetzt nicht wirklich gut gefedert. Ja? Das geht ein bisschen rein, aber es ist jetzt nicht wahnsinnig gut gemacht. Ja? Ich denke, wenn man nicht gefedert hätte, würde es keinen großen Unterschied machen. Ja, okay, okay. Er gibt halt gut nach hier vorne. Das ist halt, das wäre es sonst nicht. Ja? Also er taucht nicht richtig ein, aber er schaukelt sich wunderbar gut auf und kann das dadurch wunderbar gut Unebenheiten ausgleichen. Ich habe ein Video gesehen von jemandem, der hat es abwechselnd, ich glaube es war ein Chinese oder sowas, abwechselnd über so kleine Ziegeln fahren lassen. Und da merkt man, dass es mit der Federung doch ganz gut klappt und er ist da auch wirklich souverän drüber gefahren. Konnte ich jetzt hier nicht ausprobieren. Wir haben als Bereifung vorne jeweils ein Reifen pro Achse und hinten jeweils Doppelbereifung, Zwillingsreifen. Das macht 12 Reifen aufgezogen auf dem Fahrzeug. Und einen 13. Ersatzreifen. Das heißt, man kriegt hier ordentlich was für sein Geld. Was haben wir? 5768 Teile. Sind wir mal ehrlich, für das, was man hier kriegt, Menge an Teilen, viele, viele große Teile, viele Paneele, sau viel Power Functions, 4 XL-Motoren, 2 L-Motoren, 2 Servo. Das heißt, man kann das Ding hier wirklich auch wunderbar als Grundgerüst nehmen für viele andere Sachen, wenn die Farbe passt. Wenn er grau, weiß und schwarz braucht, super. Die Pneumatikschläuche sind gut. Wie gesagt, die Power Functions sind eh gut. Lucio Switch hat ihn anders gebaut gehabt. Er hat 2 Akkuboxen drin, da steckt hier noch eine drunter. Und dann hat man das Fahren und das Lenken auf einer Akkubox und die Seilwinde und die Pneumatikpumpe. Und die Umschaltung mit dem Servo zwischen den beiden Pneumatikfunktionen hat man dann auf der anderen Akkubox. Wie gesagt, ihr braucht dann halt eine zweite. Also wenn ihr den nach Lucio Switch bauen wollt, wird es mit der Akkubox hier nichts. Ihr braucht dann eine andere Akkubox. Also 2 Vierer. Gehen natürlich auch 2 Sechser. Okay. Lenkrad läuft mit innen drin in der Fahrerkabine. 6-Zylinder-Reihenmotor in ungewöhnlichem Grün. Läuft auch wunderbar mit. Also wie gesagt, alle Funktionen gehen einwandfrei. Hier vorne hat man auch gar kein Problem, das packt er gut. Ich lasse es nur nicht laufen, weil die Pumpe so laut ist. Ich habe euch kurz die Funktion gezeigt. Und ihr habt es ja auch bei Steinchen Werkstatt gesehen, beim René. Da hat auch alles gut funktioniert, also ist kein Problem. Hier vorne, das kriegt er sehr gut hoch hier. Zack, zurück, so ein bisschen und dann fällt's. Aber da hat er gar kein Problem. Hier hinten ist es jetzt so, dass ihr, am Anfang musste ich nachhelfen. Da hat man gemerkt, es vibriert, es ist Druck drauf, aber dadurch, dass wir keinen Zwischenspeicher haben, also die Pumpen gehen direkt auf die Zylinder, hat er hier wirklich Probleme gehabt, weil das Ding ist schon groß und schweinemäßig schwer. Dann habe ich ihm so einen leichten Schubs gegeben, ich glaube beim René im Video sieht man es auch, im Review-Teil und dann geht er schön nach oben. Also das ist gar kein Thema. Wenn ihr dann entweder von der Power geht oder hier dann auf Neutral schaltet, also hier ist der, aber hier dann auf Neutral schaltet, dann kommt er relativ schnell runter. Er klatscht nicht runter, weil es ist noch ein bisschen Luft im Zylinder, aber er kommt relativ schnell runter. Wenn ihr ihn mit dem Motor zurückholt, ja, also nicht einfach über Schwerkraft, wenn ihr nur kurz drückt, dann kommt wirklich, weil dann kommt Schwerkraft und Unterdruck und dann zieht es euch doch das Ding ziemlich stark runter. Aber dadurch, dass hier nichts ist, ist es kein Problem, es klatscht nur ein bisschen. Den Teilen selber und dem Fahrzeug dürft es überhaupt nichts ausmachen, denke ich mal. Okay, für wen ist das Fahrzeug geeignet? Auf jeden Fall für Leute, die ein bisschen, die vielleicht 1, 2 ferngesteuerte Autos gebaut haben mit Lego oder von anderen Firmen mit 2 Antrieb und Servomotor, die jetzt ein bisschen was Größeres haben möchten. Für die Ultra-Technik-Freaks, es sind nicht so viele Funktionen und die Technik ist hier recht einfach. Kommen wir mal ganz kurz nochmal zu den Funktionen. Ihr habt es gesehen, wir fahren vorwärts, wir fahren rückwärts, wir fahren links, wir fahren rechts. Beide Achsen vorne sind lenkbar. Funktioniert auch wunderbar. Jetzt habe ich die Fernbedienung nicht mehr hier. Jetzt zeige ich euch nochmal. Da hänge ich noch ein Foto rein.
Die Fernbedienung, dadurch, dass A und C, also linker und rechter Stick für Fahren sind, haben sie das oben, die beiden Analogsticks, mit einem Ding verbunden. Mit einem Liftarm. Und ihr drückt es praktisch beides nach vorne über den Liftarm. Das funktioniert super gut, sogar mit dem Steuern. Weil das Fahren ist auf A und C und das Lenken ist auf B. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert erstaunlich gut. Er fährt wirklich gut vor und zurück. Kann man nichts sagen. Wo habe ich denn die Fernbedienung hingeballert? Heieiei, der verwirrte alte Mann. Okay, wir können die Türen aufmachen. Die sind nicht mechanisch oder sonst irgendwie. Sie sind okay, sind auch relativ gut angeschlagen. Ist okay. Wie gesagt, das Lenkrad steuert mit, ist mit verbunden. Der Sechszylinder-Reihenmotor ist mit verbunden. Wir haben hier vorne die Winde. Ihr habt gesehen, ich glaube, was war es, eine Dose Erdnüsse, die er zieht. Da geht auch noch ein bisschen mehr. Da geht auch noch ein kleines bisschen mehr. Ich wollte jetzt nur nicht die Erdnüsse senkrecht hochziehen, weil ich gedacht habe, wenn man die Schnur wegreißt, dann habe ich ein Problem. Weil da kommt man nicht so, man kommt halbwegs dran, wenn man es vorkippt. Oder besser gesagt, wenn man umdreht, müsste man von unten eine neue Schnur dran machen können. Aber seid einfach ein bisschen vorsichtig. Oder ihr benutzt einfach generell stärkere Schnüre bei sowas, bei Seilzügen. Aber was wollt ihr damit wirklich groß ziehen? Ja, also 200, 300 Gramm, vielleicht auch senkrecht. Der Motor packt es auf jeden Fall. Für die Schnur kann ich nicht garantieren. Okay. Ansonsten haben wir eben die Funktion zum Heben und Senken. Und das hier hinten wird dann automatisch vom Schuttgut ausgelöst. Gar kein Problem. Das sind die Funktionen von dem guten Auto. Ihr habt sie alle gesehen. Okay. Genau. Für wen ist das Fahrzeug? Für Leute, die ein bisschen aufsteigen möchten, was Großes möchten. Oder Leute, die es einfach geil finden, das Ding zu sehen. Lucio baut halt einfach große, massive, geile Dinger. Lieber Lucio, du bist wirklich einer der talentiertesten Technik-Baufahrzeuge-Designer, die wir so weltweit, glaube ich, haben. Die Sachen sind einfach wirklich, wirklich gut. Sie sind super designt. Der Aufbau ist spitze. Das Ding lässt sich so gut zusammenbauen. Man hat eigentlich wenig Probleme. Eine Stelle hat mich geärgert. Und zwar, wenn ihr die Fahrerkabine, besser gesagt, es tut die... wenn noch ein bisschen Druck auf den Zylinder ist. Es tut nicht die ganze Fahrerkabine, ihr habt es gesehen, sondern es ist erst so die Grundfläche mit Sitz. Die montiert er hier fest. Die wird verbunden hier vorne über die Achse. Ihr steckt es hier vorne, das Kardangelenk auf die Achse, die unten rausguckt, damit eben das Lenkrad mitläuft. Steckt er da drauf. Das ist kein Problem. Dann habt ihr die hier so stecken. Und dann müsst ihr die beiden Pneumatikzylinder vorne noch anschließen. Das Problem ist, ihr habt hier, klar, die Rückwand ist nicht da auch nichts, aber hier ist einfach die, auch wenn das weg ist und das weg ist, es ist hier einfach sehr eng. Da ist der Motor, da sind die Schläuche und dann den Pin da darüber schieben. Das ist absolut nicht einfach. So, ich mache mal eine kurze Pause. Kurze Unterbrechung. Frau ist gekommen. So, ich habe aber dann auch gleich genutzt und habe die Fernbedienung geholt, um euch das nochmal kurz so zu zeigen. Also ihr wisst bei der Fernbedienung für die Neulinge, ihr könnt die Laufrichtung der Motoren überall umschalten, das ist gar kein Problem. Ansonsten haben wir, wie gesagt, durch diese zwei Liftarme könnt ihr entweder in der Mitte vordrücken oder links und rechts. Ja, und das Geile ist hier mit der, ihr seht, Lenkung, müsst ihr halt dann das ganze Ding rüberschieben, ne? Okay, machen wir mal aus. Funktioniert einwandfrei, die Methode. Okay, ich glaube, sonst gibt es auch gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Also es sind ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen fummelig ist zum Zusammenbauen, hauptsächlich die hier vorne, da war ich echt ein bisschen frustriert. Alle Sachen, die ein bisschen komplizierter waren im Aufbauteil, sage ich es auch, sind Sachen, wo er 3-4 Minuten fummelt. Genauso unten die Planetenkupplung, wo die Achse durchläuft. Bis er das hinkriegt, dass beide Achsen miteinander verbunden sind und das Ding richtig drinsteckt,
Ja, da müsst ihr auch ein bisschen fummeln. Aber das sind drei Stellen. Ansonsten ist das Ding hier wirklich wunderbar zu bauen. Höchst einfach, übersichtlich. Man weiß, welche Funktion was auslöst. Man kann sich denken, wie wird wo was hingemacht. Also es ist wirklich angenehm zu bauen. Und gerade für Leute, die ein bisschen aufsteigen wollen in ein bisschen was Größeres, kriegen sie auch noch einen Einstieg in Pneumatik. Also von daher, tolles Fahrzeug. Ich selber bin kein Freund von Pneumatik. Ich mag das nicht, wie lange es dauert, bis der Druck aufgebaut ist und dann die Pumpe. Ich hätte es nicht mit Pneumatik gebaut. Ich hätte lieber noch einen Motor hier in die Fahrerkabine gesteckt, der dann irgendwie einen Aktuator elektrisch betrieben, der das dann nach oben drückt und sich wieder zurückholt. Und genauso hier hätte man das hier rüber auch mit einem Aktuator und Power Functions machen können. Finde ich immer besser als Pneumatik. Die Pneumatik quält sich, der Motor. Es ist. Wo? Ah. Nee, es ist wieder nicht richtig. Ich glaube, ich habe da unten diese. Ja, es sitzt schon vorher auf. Ich glaube, in der Ladefläche unten habe ich einen kleinen Fehler drin, dass die nicht so richtig aufliegen will. Muss ich mich nachher nochmal drum kümmern. Okay, aber ansonsten, es ist für mich fast das Technikset des Jahres. Klar, dieser Abschleppwagen war auch super, alles wunderbar, toll, aber der hat nicht richtig funktioniert durch sein Gewicht und 12.000 Teile, es war anstrengend zu bauen. Man war irgendwie, oder mir kam der Kanal wochenlang blockiert vor und so weiter. Der hier 20 Stunden, tolle Qualität, alle Funktionen sind spitze und lösen gut aus. Super. Also, wollen wir mal so sagen, er gehört für mich für die 5 angenehmsten Set dieses Jahres und ist somit eine absolute Kaufempfehlung. Vor allem, weil Moleking mal zwar leider wieder den Mock geklaut hat und ihn auch leicht verändert hat mit dem Weglassen vom Servo, aber nichts verbockt hat. Alle Funktionen funktionieren. Das macht mich kirre. Und das ist doch mal, das haben sie auch schon anders. Da kennen wir Moleking auch anders, dass sie Zahnräder weglassen, ganze Bauabschnitte, Teile, Funktionen verschlimmbessern. Da sind wir doch absolut glücklich, dass sie das hier so gut hinbekommen haben. Und wenn er dann noch den Lucio unterstützt, denke ich, dann sind alle Seiten zufrieden. Okay? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Ist was Längeres, schreibt eine E-Mail. Wollt ihr das Fahrzeug haben? Also diesen, billiger natürlich. Ich versende ihn allerdings komplett aufgebaut. Dann schreibt mir eine E-Mail, steht in der Kanalinfo. Ansonsten sind mindestens zwei Links in der Videobeschreibung. Einer geht zu Your World of Building Blocks, wo ihr das Ding hier kaufen könnt, mit oder ohne Power Functions. Falls ihr ihn selber motorisieren wollt, könnt ihr auch ohne Power Functions kaufen, glaube ich. Und der andere geht zu Rebrickable. Direkter Link zu Lucio Switch 81, seinem Rebrickable-Account, dann könnt ihr das Ding dort, die Anleitung dort dann kaufen. Okay, das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Zeit. Als nächstes Set von mir kommt das Sanctum Sanctorium von Moleking mit LED-Beleuchtung und vom Gregor kommt das Funhole Weihnachtsset. Mit LED-Beleuchtung und Funhole, wie ich den Gregor gehört habe, hat er Minifiguren beigelegt. Da sind wir mal gespannt, was für Minifiguren Funhole hat. Weil Steine haben sie ja oft von GoBricks. GoBricks hat wenig Minifiguren. Ich bin gespannt. Ich habe es auch nicht gebaut oder gesehen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis nächste Woche, euer Frank. Bye, bye.